Der Grünen-Politiker Robert Habeck hat mal wieder bewiesen, dass in diesem Land wirklich jeder alles werden kann. Ohne die geringste Ahnung vom Insolvenzrecht zu haben, ist er beispielsweise Wirtschaftsminister geworden. Wir werden uns im Folgenden einige Ausschnitte aus der Sendung Maischberger ansehen, wo ziemlich klar wird, dass Robert Habeck wirklich keinen Plan von seinem Job hat. Eigentlich Betroffene nicht. Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz verschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen. Das ist eine ziemlich urige, oder sollte ich besser sagen, verwunderliche Vorstellung von Wirtschaft, der wir hier begegnen. Ein Unternehmen stellt seine Produktion ein und geht dann nicht in die Insolvenz, auch wenn es keine Produkte verkaufen kann. Ein Bäcker muss in der Realität natürlich auch die Miete für seinen Laden zahlen, die Gehälter seiner Angestellten und natürlich auch noch seinen eigenen Lebensunterhalt. Er muss ja selbst auch von irgendetwas leben. Das sind laufende Kosten. Und wenn er keine Brötchen verkauft, dann geht er halt pleite. Dann ist er insolvent. Dass unserem Wirtschaftsminister diese einfachen Tatsachen nicht klar zu sein scheinen, ist schon erschreckend. Aber jetzt passiert etwas, was in solchen Talkshows wie Maischberger eigentlich nie passiert. Die Moderatorin fragt kritisch nach. Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen. Ich verstehe, dass Sie bei Corona hat sich die Politik entschieden, alle Kosten zu übernehmen. Mhm. Das war enorm teuer. Und diese politische Entscheidung haben wir noch nicht gefällt. Sondern gefällt ist die Entscheidung, dass die Kosten bei den Unternehmen übernommen werden, die im internationalen Wettbewerb stehen. Und dadurch die Produktion verlieren, weil sie ihre Kosten nicht weitergeben können. Genau, der Bäcker ist davon nicht betroffen, der hört dann auf. Könnte theoretisch ja durch höhere Brötchenkosten seine Preise weitergeben, aber eben nur theoretisch, weil die Menschen dann ausweichen und sagen, dann kaufe ich halt beim Discounter oder Toastbrot oder was immer die Menschen dann. Genau, und dann geht der Bäcker pleite. Dann wäre der Bäcker pleite, genau. Wenn er backen würde und die Brötchen nicht verkaufen würde. Ja, Herr Habeck, da haben wir es doch. Wenn ein Bäcker seine Brötchen nicht mehr zu den gewohnten Preisen verkaufen kann, dann geht er pleite und er muss Brötchen verkaufen, da er laufende Kosten hat. Aber kommen wir jetzt nochmal dazu, warum die Kosten für unseren Bäcker so stark gestiegen sind. Nämlich wegen den stark gestiegenen Strompreisen. Am Strommarkt legt immer das teuerste Kraftwerk den Preis für alle anderen fest. Dieses System nennt sich Merit Order. Und aktuell sind die Gaskraftwerke die teuersten. Und da einerseits durch massive Börsenspekulation und andererseits durch eine tatsächlich drohende Knappheit im Winter die Gaspreise so enorm durch die Decke geschossen sind, schlägt das natürlich voll auf die Strompreise durch. Wenn man nun also für sinkende Preise sorgen wollte, dann bräuchte man nicht irgendwelchen Entlastungsschnickschnack,
sondern schlicht und ergreifend sinkende Gaspreise und damit sinkende Strompreise. Man könnte, wie beispielsweise Spanien das erfolgreich gemacht hat, den Gaspreis deckeln und so auch den Strompreis senken. Ich hatte mich in dem Video auf meinem Erstkanal, wo ich mich mit Habecks katastrophaler Wirtschaftspolitik auseinandersetze, ja schon lang und breit dazu geäußert. Mit einem Gaspreisdeckel könnte man effizient die Energiekosten für breite Teile der Wirtschaft senken und so die Inflation niedrig halten und eine Insolvenzwelle verhindern. Verkaufen würde. Und was machen Sie jetzt für den Bäcker? Wir arbeiten an Unterstützungsprogrammen, die den Unternehmen helfen, abweichend von dieser sehr strengen Regel, wenn sie im internationalen Wettbewerb stehen, das tut der Bäcker ja nicht, eine Unterstützung zu bekommen. Das habe ich ja gerade ausgeführt. Okay. Aber diese Unterstützung muss eben erstens so sein, dass wir die finanziellen Möglichkeiten dafür zielgenau einsetzen. Und zweitens, dass wir die Programme so definieren, dass wir nicht glauben, wir haben allen Leuten geholfen und in Wahrheit sind die Standards so gesetzt. Beispielsweise wäre es ja ein vergleichsweise leichtes, man nimmt den Anteil an Energiekosten, an Umsatz oder an den Produkten. Mhm. Aber man muss eben auch sehen, dass viele andere Kosten für Produkte, für Rohstoffe gestiegen sind, sodass man dann möglicherweise gar nicht die erwischt, die man erwischen muss. Wer von euch dieses Geschwurbel gerade eben verstanden hat, der kann es ja gerne in die Kommentare schreiben. Man will entlasten, man hat aber Angst, nicht die Richtigen zu treffen und muss deswegen zielgenau dies und das tun. Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Die Wirtschaft erlebt gerade dank der gestiegenen Rohstoffpreise einen Angebotsschock in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro. So jedenfalls eine Schätzung des Ökonomen Sebastian Dullien. Das, was die Regierung jetzt auf jeden Fall machen sollte, ist massiv zu entlasten. Und zwar mindestens mit diesen 200 Milliarden Euro. Da könnte man, wie eben schon vorgeschlagen, den Gaspreis deckeln, um die Insolvenz von Betrieben und drastisch steigende Gas- und Stromrechnungen zu verhindern. Oder man zahlt den Haushalten Pauschalzahlungen, damit diese ihren Konsum zumindest konstant halten können. 200 Milliarden durch 80 Millionen Bundesbürger macht ungefähr 2.500 Euro pro Bundesbürger. Könnte man jedem zukommen lassen. Ließe sich sofort umsetzen, wäre kein Problem. Aber die Bundesregierung macht von alledem natürlich nichts. Sie hat jetzt so ein Pseudo-Entlastungspaket geschnürt, was eigentlich nur ein schlechter Witz ist. Der größte Teil daraus besteht aus Entlastungen, die eigentlich nur die Verhinderung von Mehrbelastungen sind. Beispielsweise soll die CO2-Steuer verschoben werden. Ja toll, man führt eine Steuererhöhung nicht ein, das ist keine Entlastung, das ist nur die Verhinderung einer Mehrbelastung. Genauso der Ausgleich der kalten Progression, der sowieso jedes Jahr stattfindet. Dieses Entlastungspaket ist, wie gesagt, ein schlechter Witz und nichts weiter. Und wenn man die Rohstoffpreise senken wollte, dann müsste man vielleicht mal bei den Ursachen der hohen Rohstoffpreise ansetzen. Nämlich den westlichen Sanktionen gegen Russland. Wenn man sinkende Preise wollte, dann müsste man diese Sanktionen aufheben. Ich werde mich in meinem nächsten Video auf meinem Erstkanal zum Sinn und Zweck dieser Sanktionen äußern und ob es nicht doch besser wäre, sie vielleicht aufzuheben. Deswegen schaut doch vielleicht mal dort vorbei. Bevor dieses Video hier endet, sollte eine Sache auf jeden Fall noch Erwähnung finden. Habeck lässt lieber Kohlekraftwerke wieder hochfahren, als auf Pipeline-Gas zu setzen, welches in Relation zur Kohle umweltfreundlicher bzw. klimaschonender wäre. Das umzusetzen und den anderen Teil natürlich auch. Also die Kohlekraftwerke sind alle angefahren worden bzw. in den Markt zurückgegeben worden. Dass sie teilweise nicht Volllast fahren, liegt an den niedrigen Pegelständen im Rhein, was den Kohletransport erschwert zu diesen Kohlekraftwerken. Also es ist wirklich energiepolitisch ein herausforderndes Jahr. Ihr habt gerade richtig gehört. Kaum sind die Grünen an der Macht, werden gerade eben stillgelegte Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Das beweist auch ziemlich, dass es diesen Grünen nicht um irgendeine Ideologie geht, sondern dass sie, was Klimaschutz angeht, relativ pragmatisch sind. Wie gesagt, fürs Klima wäre es wahrscheinlich besser, weiterhin auf russisches Pipeline-Gas zu setzen. Aber das will man ja nicht, wenn man dann den großen Bruder in Washington verärgern würde. Ja, die Grünen mögen oberflächlich für Klimaschutz werben, doch eigentlich geht es ihnen darum, die geostrategischen Interessen der USA zu verteidigen. Klimaschutz ist ihnen im Zweifelsfall genauso egal wie das Wohl des deutschen Volkes. Baerbock hatte ja letztens schon mal lustigerweise offen zugegeben,
dass ihr es ihr egal sei, was ihre Wähler denken. Mit dieser etwas ernüchternden Erkenntnis möchte ich euch jetzt verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Erstkanal, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, wo etwas ausführlichere und vor allem besser recherchierte Videos kommen. Das hier war eher eine spontane Reaktion auf diese unfassbar dummen Aussagen von Habeck.